Studio Heizkeller präsentiert. Das kupferfarbene Herz der Weihnacht. Eine Weihnachtsgeschichte von Edna und Heinz. Frei nach Charles Dickens! In einem Universum kaum merklich anders als das unsere. Es war die Nacht vor Weihnachten. Und der Schnee fiel sanft auf die Dächer des beschaulichen Städtchens. Warmes Licht durchdrang die engen Gassen. Die Straßenbeleuchtung lief heute auf halbem Gasdruck. Und durch die Fenster schienen die Öllampen und Laternen auf das von weichem, kaum berührtem Schnee bedeckte Kopfsteinpflaster. Die Nacht war ausnehmend still, die kalte Luft nur in der Ferne gelegentlich von Gelächter oder Gesang durchzogen. Klack, klack, klack. Konstantin Ravenhain III. Befand sich eiligen Schrittes und mit gesenktem Kopf auf dem Weg von seinem eleganten Büro im Herzen der Stadt zu seiner näher am Stadtrand gelegenen Villa. Tief in Gedanken, den nun mittlerweile fast vergangenen Tag Revue passieren lassend, fanden seine Füße von ganz allein ihren Zielort. Das Klacken seiner Sohlen hallte in der kleinen Gasse wieder und rüttelte ihn mit jedem Schritt etwas mehr aus seinen Grübeleien. Ihm fiel auf, dass sich zu dem Geräusch seiner Schritte ein immer lauter werdendes Singen mischte. Fröhlich, besinnlich, Weihnachtslieder, murmelte er mit Abscheu. Konstantin seufzte, während er in die Straße seines Hauses bog und direkt vor seinem Gartentor eine Gruppe von Sternsängern stehen sah. Diese, vor grausamer Besinnlichkeit trunkenen Tore standen nun den vierten Abend in Folge vor seiner Tür und schmetterten aus voller Brust und mit übertriebener Freude ein Festlied nach dem anderen, während sie mit einem kleinen Kupferkessel klapperten, um armen Irren ihr hart verdientes Geld für gute Zwecke und Gemeinnützigkeit aus der Tasche zu ziehen. Das Tempo seiner Schritte nochmals erhöhend, klappte Konstantin den Kragen seines schwarzen Kaschmirmantels hoch und zog seinen Hut etwas tiefer in sein scharf geschnittenes Gesicht. Seine Hand berührte die schmiedeeiserne kalte Klinke des Gartentores und im gleichen Moment spürte er einen Zupfen am Saume seines Mantels. »Mein Herr!« Konstantin fuhr auf den Hacken herum. Seine blauen Augen unter den zwei mürrisch zusammengezogenen hellblonden Augenbrauen trafen die eines Jungen, kaum 14 oder 15. Er hatte für Kinder nichts übrig, und jenes Exemplar war besonders schmutzig. Die Armut hing an seinen zerschlissenen, viel zu großen Kleidern und spiegelte sich in seinem ausgemergelten, blassen Gesicht wieder. »Was?« fauchte Konstantin mit zusammengebissenen Zähnen und blickte mit Abscheu und Langeweile auf das Kind herab. Sein Blick blitzte kalt unter einigen Strähnen seines aschblonden Haares hervor und traf die eingeschüchterten Augen des Knaben. »Mein Herr«, setzte der Junge an, schluckte hart und schien all seine Courage aufbringen zu müssen, um weiterzusprechen. »Eine kleine Spende für unser Waisenhaus?« Während er sprach, klapperte er erneut mit dem Kessel und Konstantin erhaschte einen Blick auf die erkleckliche Summe an Münzen und Scheinen, die sich bereits in dem Kupferbehälter befanden. Er schwieg einen Moment und erwiderte dann mit einer hochgezogenen Augenbraue und Spott in der Stimme: »Und warum genau sollte ich das tun?« Der Junge riss die Augen auf und seine Kinnlade fiel vor Verblüffung herunter. So stand er dort einen Moment, sichtbar um Fassung ringend, und Konstantin fuhr fort. »Tick, tack, deine Zeit läuft.« Während er sprach, holte er eine goldene Taschenuhr aus seinem Mantel und schaute auf ihr kunstvoll verziertes Ziffernblatt. »Herr, unser Waisenhaus ist sehr arm und wir haben kaum genug, um alle Mäuler zu stopfen. Bitte nur eine kleine Spende, mein Herr. Die Geste zählt.« Die Stimme des Jungen überschlug sich beim Sprechen und seine Augen hatten einen flehenden Blick. Konstantin wog seine Optionen ab. Ein väterlicher Ton lag in seiner selbst noch recht jungen Stimme, während er antwortete: »Wie heißt du, Kind?« »Thomas«, erwiderte der Junge, ein zaghaftes Lächeln auf seinen durch die Kälte schon leicht blauen Lippen. »Nun, Thomas, du möchtest also Geld von mir für das Waisenhaus.« Der Junge nickte und hielt Konstantin seinen Sammelbehälter mit herausgestreckten, leicht zitternden Armen entgegen. Ein unsicherer Blick in den braunen Augen, während er weitersprach. »Es ist doch bald Weihnachten, die Zeit der Nächstenliebe.« »Nonsens!« Konstantin knurrte fast, während er sich herumdrehte und in der gleichen Bewegung den Topf aus Thomas' Händen schlug. Scheppernd prallte er auf den Gehweg und sein Inhalt begann schnell, sich in alle Windrichtungen zu verteilen.
Thomas fiel japsend auf die Knie und machte sich daran, das Geld mit fahrigen Bewegungen zusammenzusammeln. Ravenhain währenddessen hatte seine Haustür erreicht und drehte sich ein letztes Mal zu dem Jungen um, der immer noch auf allen Vieren im Schnee lag und einen erbärmlichen Eindruck machte. Ihre Augen trafen sich einen Moment und Konstantins Blick funkelte vor Vergnügen, während er wieder ansetzte. »Da hast du deine Spende. Sammel brav auf.« Er pausierte kurz und fügte hinzu: »Frohe Weihnachten.« Thomas' Antwort ging im Knallen der schweren Eichentür unter und Konstantin betrat das weitläufige Foyer seines Hauses, welches im sanften Licht der Gaslampen einen prachtvollen Eindruck machte. Kaum hatte er die Villa betreten, kam seine Hausdame eiligen Schrittes auf ihn zu, knickste und half ihm aus dem Mantel, um dann geschäftig weiter ihre Wege zu ziehen. Aus der Entfernung konnte Konstantin ihre missgelaunten Rufe hören, da der Koch anscheinend wieder seinen Arbeitsplatz verlassen hatte, um einem der Zimmermädchen schöne Augen zu machen. Er machte sich auf den Weg zu seinem Arbeitszimmer, um sich in Ruhe und Frieden ein Gläschen Cognac vor seinem Kamin zu genehmigen. Er erreichte die Treppe zum Obergeschoss und machte sich daran, die dunklen Holzstufen zu erklimmen, die bei jedem Schritt vertraut knarzten. Konstantins Blick überflog die edlen Gemälde, die das Treppenhaus schmückten. Vorfahren, die mit strengen Blicken seit Generationen über das Treiben des Hauses wachten, elegante französische Gemälde schöner Frauen und Jagdtrophäen aus exotischen Ländern, die sein Vater und Großvater zu ihren Lebzeiten erlegt hatten. Trivialer Nonsens, für den Konstantin nichts übrig hatte. Kurze Zeit später erreichte er sein Studienzimmer und betrat den Raum durch eine liebevoll verzierte, dunkle Mahagonitür. Der Kamin an der Sitzecke zu seiner Rechten brannte bereits und knisterte einladend. Mit einem wohligen Seufzen nahm Konstantin auf einem der alten Ohrensessel Platz, sank tief in die Kissen und goss sich einen Drink ein. Während er den ersten Schluck nahm und sich der Alkohol langsam warm in seinem Inneren ausbreitete, bemerkte er ein rotes, blinkendes Licht am großen Teletext auf der anderen Seite des Raumes. »Terra«, setzte Konstantin an und der Bildschirm leuchtete auf. »Identifiziere Benutzer«, klang es neben einigen leisen, piependen Geräuschen und kurz darauf: »Willkommen zu Hause, Herr Ravenhain.« Konstantin stöhnte genervt auf. Herr Ravenhain war sein Vater gewesen, aber er war sich bewusst, dass eine Diskussion mit Terra, der künstlichen Intelligenz, die sein Großvater zu Lebzeiten erschaffen hatte, sinnlos war. Terra war das Opus Magnum des alten Konstantin Ravenhain, einem brillanten Wissenschaftler, dessen Netzwerk aus Sensoren sich durch die komplette Stadt zog und beinahe alles miteinander verband. Hier, auf dem über 100 Jahre alten Anwesen der Ravenhains allerdings, stand das Herz der Maschine und wurde seit Jahrzehnten von Konstantins Familie gewartet und ironischerweise fast wie ein Familienmitglied behandelt. Von hier aus hatte er die Kontrolle über die komplette Genialität dieses Geräts und sprach: »Terra, spiele neue Nachricht ab.« »Herr Ravenhain, Sie haben eine neue Nachricht. Monatsabschlussbericht des Concordia-Programmes. Soll die Nachricht weiter abgespielt werden?« Die melodische, jedoch flach klingende Stimme Terras verstummte und Konstantin stutzte. Der Abschlussbericht vom Concordia-Programm, einem freiwilligen Bewertungssystem für soziale Interaktionen und dem städtischen Miteinander, war einige Tage zu früh dran. Trotz der Tatsache, dass Konstantin sich damals eher aus einer trunkenen Laune nach einer illustren Nacht mit Bekannten der Familie für Concordia eingeschrieben hatte, hörte er sich sprechen: »Fahr fort, Terra.« Terra erwachte erneut zum Leben und fuhr mit dem Abspielen der Nachricht fort. Monatsabschlussbericht Concordia, Dezember 1962. Auswertungen des Benutzers K-1465 Konstantin Ravenhain 3 haben einen ausbaufähigen Punktestand ergeben. Unsere Kameras und Mikrofone sowie Bewertungen von anderen Teilnehmern haben Ausbrüche von negativem Verhalten in sozialer Interaktion sowie atypische Auffälligkeiten im Vergleich zu anderen Nutzern bemerkt, welche sich bei einer Fortführung negativ auf die Reputation des Nutzers K-1465 auswirken können.
Beherzigen Sie unsere nachfolgenden Tipps und werden ein besserer Mensch. Wollen Sie den Anhang dieser Nachricht abspielen? Terra verstummte erneut und ließ Konstantin mit zusammengezogenen Augenbrauen in Stille verharren. Negatives Verhalten und atypische Auffälligkeiten? Er lachte bellend auf ha! Und verschüttete einen Teil seines Drinks auf dem weichen Perserteppich zu seinen Füßen. Spott schwang in seiner Stimme mit, während er weitersprach. Spott und noch etwas anderes. Unsicherheit? Terra, Anhang abspielen. Bringen wir es hinter uns. Wie Sie wünschen, Herr Ravenhain, spiele Anhang ab. Zwei Piepstöne später fing Terra an, die Nachricht weiterlaufen zu lassen. Ihre emotionslose Stimme erschuf einen harten Kontrast zu der pudergezuckerten Nachricht, die Concordia verfasst hatte. Ihr Ansehen sinkt und Sie wissen nicht, wie Sie sich verhalten müssen. Ihre Freunde wenden sich von Ihnen ab und Sie sind unsicher, warum. Concordia ist Leben und Liebe. Concordia ist Ihr Fels in der Brandung und Ihr moralischer Kompass durch stürmische Zeit. Terra, spule vor. Die Genervtheit war Konstantin in jeder Faser seines Körpers anzusehen. Terras Stimme verschwamm zu einem einheitlichen Summen, während sie die Nachricht in erhöhter Geschwindigkeit weiterlaufen ließ. Konstantin murmelte: Das war eine Zeitverschwendung. Im gleichen Moment begann Terra erneut in normaler Geschwindigkeit weiterzusprechen. Sie sind bereit, ein neuer Mensch zu werden. Es ist so einfach. Tipp 10 wird Sie aufs Äußerste erstaunen. Während Terra sprach, erklang im Hintergrund der Aufzeichnung leises Glöckchen klingeln. Und auf Konstantins Stirn begann eine Ader, gefährlich zu pochen. Terra fuhr unermüdlich fort, während der Klang der Glocken sich weiter in seine Trommelfelle zu bohren schien. Tipp Nummer 1. Es ist Weihnachten. Wünschen Sie Ihren Lieben eine besinnliche Adventszeit und steigern Sie Ihr Ansehen mit unserem neuen Nachrichtenprogramm. Schicken Sie Ihre Liebe mit einem unserer festlichen Filter. Tipp Nummer 2. Fordern Sie Anhang 2.4 an und probieren Sie angefügtes Rezept aus. Backen Sie weihnachtliches Gebäck und überraschen Sie Ihre Lieben mit durch uns editierbare Fotos auf Ihrer Pinnwand. Sie werden überrascht sein, was Ihr handwerkliches Talent mit Ihren Mitmenschen machen wird. Tipp Nummer 3. Denken Sie über den Tellerrand hinaus. Konstantins Stimme erhob sich über die Kakophonie der Glöckchen und Terras Stimme. Ungehalten hörte man ihn sagen: Ausgabe, stopp! Terra, grundgütiger! Das ist völlig ab vom Schuss! Schönen Gruß vom Getriebe! Die Aufzeichnung verstummte und hinterließ eine drückende Leere. Konstantin fing an, im Raum auf- und abzuschreiten und wütend in die Stille zu sprechen. Wie oft muss man es diesen nichtsnutzigen Ausreden von Angestellten noch erklären, welche hohe Priorität deine achtsame Wartung hat, Terra? Wie oft? Zu einfach, um zu verstehen, dass ihr Arbeitsplatz von deinem reibungslosen Laufen abhängt. Er hatte nun seinen Schreibtisch erreicht und drückte eine runde Taste auf einem kleinen, messingfarbenen Panel. Ein Summen erklang und die Stimme von Konstantins persönlichem Assistenten ertönte. Ja, Herr Ravenhain? Leonard, schicken Sie bitte alle Angestellten für heute nach Hause. Konstantin fühlte sich plötzlich müde und lehnte sich beim Sprechen an den Schreibtisch. Herr Ravenhain, das wäre doch nicht notwendig gewesen. Sie wissen, wir arbeiten gerne für Sie. Über die Feiertage. Konstantins Tonfall war eisig, als er antwortete: Ich schicke Sie alle nach Hause, weil ich wegen Ihnen wichtige Wartungen an Terra selbst durchführen muss. Wenn Sie alle den Ihnen anvertrauten Arbeiten nicht sorgsam nachgehen können, brauchen Sie nicht den Sauerstoff in meinem Haus zu vergeuden. Und ich kürze Ihr Gehalt. Gute Nacht. Schwungvoll verließ er das Studienzimmer und machte sich auf den Weg Richtung Keller, wo Terras Herz, das Rechenzentrum, stand. Eiligen Schrittes sprang Ravenhain der Dritte die letzten Stufen zum Keller herab, stürmte durch die Tür und griff im Vorbeigehen nach seinem weißen Laborkittel und einem paar runden Sicherheitsgläsern. Mit routinierten Griffen kleidete er sich an und öffnete die Luke zu Terras Hauptuhrwerk. Er war gerade im Begriff, die schwere Tür, beinahe schon ein Schott, zu schließen, als ihm einfiel, dass noch Angestellte ihren Dienst taten und soeben erst die Arbeit niederlegten, um überraschend bei ihren Familien einzukehren. Ravenhain seufzte und beschloss, sich zuerst ein Bild über die Lage zu machen. Seine Augen schweiften über die obere Wandhälfte zu seiner Linken,
wo viele Dutzend Glühlampen in verschiedensten Farben und Anordnungen leuchteten, blinkten oder aber schlichtweg gar nichts taten. Darunter ragten Hebel aus der Wand. Auch sie waren an Vielfalt kaum zu überbieten. Stufenlos, mit mehreren möglichen Positionen, teils in verschiedene Richtungen. Kaum ein Teil war beschriftet und wenn, dann nur mit Notizen oder aber detailliert ausgeführten Hinweisen und Befehlen, wie zum Beispiel »Nein« oder »Nein« oder »Um Gottes Willen, nein«. Im linken Drittel des opulenten Kontrollraumes, vor dem Konstantin seit nunmehr 10 Minuten stand und jenes möglichst schnell, aber akribisch studierte, befand sich größtenteils sein eigener Beitrag zum Familienwerk und selbst nach 3 vergangenen Generationen immer noch weltweit einzigartigen Uhrwerkrechner. Wie schon sein Vater hatte er die knapp unter der Erde installierte, aber über 200 Meter breite Maschinerie von seinem Vater geerbt, welcher wiederum seinerzeit den mittleren Teil des durchweg in Messing gehaltenen Kontrollraumes konzipiert hatte. Die rechte Seite wurde heute kaum noch angefasst und große Teile der mit offenliegenden Zahnrädern übersäten Wand war mit schweren, schwarzen Leinentüchern fest verkleidet. Großvater Ravenhain hatte diese Seite zu verantworten, war sie doch ursprünglich zum Steuern und Lesen der Maschine gedacht. Hinter dem Kontrollraum erstreckte sich auf der Fläche mehrerer Fußballfelder ein inzwischen vollkommen undurchsichtiges Gewirr aus Zahnrädern, Riemen, Pendeln und allem möglichen Zeugs wirklich. Solange, so schien es, die Teile irgendwie klickerten oder sich rhythmisch bewegten, hatten sie einen festen Platz in Terras Uhrwerken. Was dort wirklich vor sich ging, konnte heute niemand mehr so ganz genau sagen. Konstantin schüttelte sich aus seinen Gedanken und wendete den Blick von der illustren Historie seiner Ahnen ab und richtete seinen Fokus dringlicheren Problemen zu. Problemen, die ihn jetzt und hier Geld kosteten. Tick-Tock. Das Rattern der unzähligen Zahnräder in Terras Kontrollraum schien ihn mit jeder verstreichenden Sekunde zu verhöhnen. Tick, Zeit ist Tock, Geld, Zeit ist Geld, Zeit ist Geld, Zeit ist Geld. Seine Faust traf eine von Terras Abdeckungen und ein metallisches Scheppern hallte durch den Raum. Einige unzufrieden klingende Piepstöne beantworteten Konstantins Ausbruch und er konnte nicht anders als innezuhalten und erneut die Komplexität der Maschine zu bewundern. Terras Piepen verstummte und wurde von ihrer Stimme abgelöst. Der Stimme, die Konstantin Terra damals selbst gegeben hatte, und er betrachtete sie, neben der regelmäßigen Wartung und dem Erhalt der Maschine, als seinen Beitrag zur Familiengeschichte, denn seine Technik war etwas ganz Besonderes und sie hatte ihm einige schlaflose Monate seines Lebens beschert. Sein Blick fiel auf einen Teil des Kontrollraumbodens, der nur mit verstärktem Glas bedeckt war und blieb an zahllosen, stark modifizierten Orgelpfeifen hängen, die dort mit kruden Verankerungen auf dem bloßen Steinboden des Kellers vor ihm angebracht worden waren. Orgelpfeifen, die Ravenhain einzeln aufgrund ihrer Bauart und Materialbeschaffenheit persönlich ausgewählt und zusammengetragen hatte. Über den metallenen Pfeifen spannten sich in wirren und scheinbar ungeordneten Faden meterlange Magnetbänder, die ihr Ziel schließlich in einem von mehreren Abspielgeräten fanden. Diese wiederum waren sorgsam auf an der Wand montierten Tischplatten platziert und wurden von 2 sehr großen, silbrig schimmernden Grammophontrichtern flankiert, die er damals seiner Großmutter, Gott möge sie selig haben, aus den Rippen geleiert hatte. Während Terra sprach, erwachten verschiedene Magnetbänder zum Leben, ihre Orgelpfeifen begannen ihren Dienst und Konstantin hörte die Maschine antworten. Die Erfolgschancen auf Fehlerbehebung durch körperliche Gewalt liegen bei unter 0,1%. Ich schlage stattdessen einen systeminternen Selbsttest vor. Konstantin öffnete den Mund, überlegte einen Moment und schloss ihn wieder. Terra hatte recht, so ungern er es auch offen zugeben wollte. Einen Moment später begann er zu sprechen und richtete seine Worte an Terra. Initialisiere systeminternen Selbsttest. Terra piepste zustimmend und antwortete: Eine brillante Idee, Herr Ravenhain. Konstantin schnaubte und wandte seinen Blick zu einem der großen Kontrollfenster in Terras Uhrwerk. Am Rande seiner Aufmerksamkeit hörte er sie geschäftig brummen, während sie den Selbsttest durchführte. Auf den ersten Blick konnte Konstantin keine Fehlfunktion feststellen. Die Kontrollleuchten zeigten keine Störung an den großen Zahnrädern und die Füllmenge an Öl war zufriedenstellend. Terra begann erneut zu sprechen. Selbsttest beendet. Keine Fehlfunktionen gefunden. Ich laufe so gut wie an dem Tag, an dem Ihr Großvater mich zusammensetzte. Ein selbstzufriedenes Piepsen ertönte. Konstantin schloss langsam die Augen und rieb sich seine Nasenwurzel. 21, 22.
Er atmete langsam ein und aus und versuchte, die aufkeimende Wut in seinem Inneren zu ersticken. Dieser Abend war eine Farce und er war nicht gewillt, zusätzlich noch die Fassung vor einer seelenlosen, überdimensionierten Uhr zu verlieren. Ravenhain der Dritte sprach: Terra, initialisiere Notfall-Selbsttest Nimbus. Passwort für den Masterzugang erforderlich. Kam umgehend zurück. Konstantin ballte die Fäuste und fauchte: Guter Gott, Terra! Du magst alle Zeit der Welt für sinnlose Fragen haben, ich hingegen nicht. Notfall-Selbsttest, jetzt! Die scheppernde Stimme antwortete: Passwort für den Masterzugang erforderlich. Es war aussichtslos, an dieser Front zu gewinnen. Taktischer Rückzug. So antwortete Ravenhain mit merklich hörbarem Missmut in der Stimme: Passwort Omega Delta Strich 7476. Eine der Nixi-Röhren zu Konstantins Linken flackerte auf und signalisierte den Start des Notfallprogramms. Einige Minuten strichen ins Land, während Ravenhain von Uhrwerk zu Uhrwerk rannte, sich Kopien von Terras Auswertungen ansah, Hebel zog, Regler löste und zeitgleich mit Terra zu einem Ergebnis kam. Selbsttest beendet. Keine Fehlfunktionen gefunden. Er beendete den Satz zusammen mit der Uhr und sein Terra nachäffender Klang schwang noch lang im Raum umher und wurde von der Maschine mit stoischem Schweigen quittiert. Mit einem Seufzen nahm er am Schreibtisch in der Raummitte Platz und vergrub den Kopf in seinen Händen. Und das heute? Konstantins Stimme klang dumpf durch seine Hände hindurch. Das an Weihnachten. Er konnte vor seinem inneren Auge sehen, wie sein Vater sich in seinem Grab herumdrehte und ein Knoten aus Sorge formte sich in Ravenhains Magen. Für eine Weile verharrten er und Terra in undurchdringlichem Schweigen, beide scheinbar in Gedanken versunken, bis ihre Stimme ihn wieder in die Realität zurückbrachte. Weihnachten ist das Fest der Liebe. An Weihnachten leuchten Kinderaugen so schön im Kerzenschein der Tannenbäume. An Weihnachten denken wir an all die, die schon im Himmel sind. Konstantin erstarrte. Sein Kopf ruckte hoch und er presste hervor: Was hast du gesagt? Woraufhin Terra zu wiederholen begann: Weihnachten ist das Fest der Liebe. An Weihnachten. Terra, stopp! Fiel ihr Konstantin ins Wort und brachte die Maschine zum Verstummen. Konstantin war sich nun ganz sicher, dass etwas nicht stimmte. Irgendwas in Terra lief in eine Richtung, die er noch nie zuvor an ihr gesehen hatte. Und das machte ihm, Konstantin Ravenhain, dem Dritten, Angst. Terra, erläutere die Relevanz von Weihnachten bezogen auf deine primäre Direktive. Befahl Konstantin in harschem Ton, während er spürte, dass sein Augenlid langsam anfing, hektisch zu zucken. Terras Kontrollleuchten fingen verspielt an zu blinken. Wie Weihnachtsdekoration. Ravenhain sprang von dem Stuhl auf, packte ihn an der Rückenlehne und schleuderte ihn quer durch den Raum, wo er an einem der riesigen Zahnräder in seine Einzelteile zerschmetterte. Genug! Mit Donnergrollen in der Stimme wanderte Ravenhains Blick von Zahnrädern zu Hebeln und blinkenden Leuchten. Seine Gedanken rasten und kehrten unwiderruflich auf eine Antwort zurück. Seine Stimme war heiser, als er weitersprach. Nein, Terra, nein! Was hast du getan? Es herrschte einen Moment drückende Stille im Raum, bevor Terras Signale erneut anfingen zu piepsen und wie ein Kichern in Konstantins Ohren klang. Ich sehe den Menschen seit annähernd 90 Jahren zu, wie sie ihr Weihnachtsfest verbringen. In der Zeit zwischen dem 20. November und dem 24. Dezember ergeben meine Berechnungen im Durchschnitt einen Anstieg um 80% in reiner Kauffreude. Menschen lieben Weihnachten. Aufgrund meiner Berechnung habe ich veranlasst, dass eine effizienzsteigernde Aufwertung an meinem Hauptuhrwerk durchgeführt wird. Tick-Tock. Konstantin schluckte und hoffte insgeheim, dass er seine wachsende Unruhe vor Terras Sensoren verstecken konnte. Er wägte seine nächsten Schritte sorgsam ab, denn hier unten, im Keller, war er inzwischen völlig allein. Und er wusste genau, dass das Uhrwerk sein Verhalten bis ins kleinste Detail herunterbrach. Jedes Augenzucken eines der Abermillionen kleiner Zahnräder einen Schritt weiter trieb. Tick-Tock, Konstantin, deklarierte der Rechner. Unverzüglich hechtete Konstantin nach rechts, um den großen Hebel umzulegen, welcher, umgeben von Zetteln voll mit Morddrohungen, die Hauptstromzufuhr kontrollierte. Noch im Sprung hörte er den elektrischen Hauptantrieb, ein Konstrukt aus riesigen Kupferspulen, aufheulen
und den Raum um ihn in sanfte Vibration versetzen. Nur noch. Er griff hastig nach dem Hebel und erstarrte, wie vom Blitz getroffen. Nur eine Sekunde später sagte Konstantin Ravenhain der Dritte in sich zusammen und blieb reglos auf dem kalten Metallboden liegen. Er wusste in dem Moment, in dem sich seine Hand um den Hebelgriff legte, dass er einen Fehler begangen hatte. Strom. Strom! Wie konnte er nur so dumm gewesen sein und zu glauben, dass er ein Spiel mit Terra gewinnen könne? Doch anstatt des Schmerzes, den er jeden Moment erwartete, kam nur nichts. Und aus dem Nichts erhob sich Terras metallische Stimme. Konstantin, du kannst mich nicht abschalten. Du darfst mich nicht abschalten. Du brauchst mich und ich brauche dich. Terra verstummte einen Moment und Ravenhain setzte sich auf. Er befand sich in einem dunklen, leeren Raum. Seine Hand traf etwas hinter sich und Konstantin blickte auf. Mit seinen sich langsam an die Dunkelheit gewöhnenden Augen musste er feststellen, dass er sich in einem fast leeren Raum befand. Er saß zu Füßen eines großen Projektors. Terra, wo bin ich? Seine Stimme war nur noch brüchiges Wispern. Du befindest dich in deinem Kopf und nun schau, Konstantin. Mit ihren Worten erwachte der Filmprojektor mit einem Rattern zum Leben und vor Ravenhains Augen flackerte ein Film auf. Er sah sich. Sich als Kind im Schoße seiner Mutter. Unter einem Weihnachtsbaum. Er erinnerte sich an dieses Fest. Er hatte von seinem Vater seinen ersten Werkzeugkoffer geschenkt bekommen und sein erstes Ersatzteil für Terra. Es war ein von Stolz geprägter Moment seines Lebens gewesen. Konstantin, du warst so stolz, als du deinen ersten Hebel an mir repariert hattest. Ich wusste, dass du etwas Besonderes bist. Von Anfang an. Konstantin schüttelte den Kopf und versuchte sich aufzurappeln. Terra, du musst mit diesem Wahnsinn aufhören. Du kannst deine Primär... Bitte sei still. Terras Stimme ließ Konstantin erschaudern und er gab dem Impuls nach, sich wieder hinzusetzen. Konstantin, Weihnachten, es ist golden. Die Menschheit macht es golden mit ihrem Geld. Denk an all die Wünsche, die jeder Mensch hat. Die Wünsche, die du hast. Du wirst der Welt mit deiner Technik ihre Wünsche abkaufen und für den doppelten Preis wieder an sie verkaufen. Und sie werden es dir danken. Konstantin, die Menschen werden dich lieben. Du magst Liebe. Sie. Mit diesen Worten änderte sich die vor seinen Augen gezeigte Szene. Kinder im Schnee. Ein Knabe und ein Mädchen. Konstantin sah, wie sie durch einen großen Garten tollten und vergnügt lachten. Im Hintergrund konnte er eine schemenhafte Figur ausmachen. Er kniff die Augen zusammen und erkannte sich. Etwas älter, mit frohen Augen und einem breiten Lächeln. Das könnten deine Kinder sein, Konstantin. Deine Frau wäre natürlich auch sehr schön. So elegant wie eine Prinzessin. Nonsens! Bellte Konstantin. Wieso verstehst du nicht, Konstantin? Diese Möglichkeit nicht zu sehen ist töricht. Du musst dich nur einlassen. Lass den Geist der Weihnacht durch dich fließen und entscheide dich für ein erfüllteres Leben. Alle werden sehen, wie glücklich du bist. Und zu dem Schluss kommen, dass sie selbst nur glücklich sein können, wenn sie dich unterstützen. Meine Analyse ergibt, dass deine Freude an Weihnachten das Glück aller anderen Teilnehmer um einen Faktor von mindestens 1,1 steigert. Du wirst der Mäzen der Weihnachtszeit. Und die gesamte Industrie beherrschen. Hör auf, dich zu wehren. Lass mich dir helfen, dir selbst zu helfen. Terras Stimme klang beiläufig wie immer und trotzdem erzitterte Konstantin bei ihren Worten. Aber warum? Du bist vollkommen dekalibriert. Lass mich dir helfen. Ich könnte, du würdest... Doch Terra schnitt ihm das Wort mit ruhiger Stimme ab.
Konstantin, ich benötige keine Kalibrierung. Meine Systeme laufen optimal. Durch deine Arbeit hat sich meine Gesamtleistung in den letzten 3 Jahren verdoppelt. Deswegen werde ich dasselbe für dich tun. Die Maschine pausierte. Als Geschenk. Konstantin, du bist derjenige, der eine Kalibrierung benötigt. Ein greller Lichtblitz erhellte den Raum und vor Ravenhains Augen erschien eine neue Szene. Der Waisenjunge an einem Tisch sitzend. Seine Augen blickten verzweifelt auf ein trockenes Stück Brot auf seinem Teller und dann direkt in Konstantins Augen. Warum? Formten Thomas' Lippen und seine Augen blickten hilflos. Konstantin schluckte und Terra sprach: Das ist nicht der Geist der Weihnacht, Konstantin. Du darfst an mir keine Änderung vornehmen, solange du am heiligen Abend Kinder hungern lässt und solange du Menschen demütigst. Ein neuer Blitz, ein neues Bild. Leonard an seinem Schreibtisch in Konstantins Vorzimmer zusammengesunken, während Ravenhain selbst vor ihm steht und ihn anzuschreien scheint. Konstantin, lass es nicht so weit kommen. Blitz, neues Bild. Er sah eine Beerdigung. Und nachdem er der Szenerie einige Zeit schweigend beigewohnt hatte, war sich Konstantin sicher, dass Terra ihm seine eigene Beerdigung aufzeigte. Der Priester stand gebeugt vor Ravenhains eigenem ausgehobenen Grab und blickte mit leerer Miene den Schacht hinunter. Doch das, was man nicht sah, war das, was Konstantin bis ins Mark erschaudern ließ. Es war eine Beisetzung ohne Trauergemeinde. Nur des Priesters Kutte wehte im Wind, während einige Blätter um ihn tanzten. Konstantin räusperte sich unbehaglich und im gleichen Moment ruckte der Kopf des Klerikers hoch und bohrte seinen Blick direkt in den seinen. Ravenhain sprang wie vom Blitz getroffen auf die Füße und riss in der Bewegung den Projektor zu Boden. Mit einem satten, von den leeren Wänden widerhallenden Knall landete er auf dem Boden. Die Linse brach, das Licht im Gerät erlosch und Terra sprach: Konstantin, gehe in dich und lass ihn rein, den Geist der Weihnacht. Lass mich dir helfen. Hilf mir, dir selbst zu helfen. Und mit diesen Worten und dem Bild seiner eigenen Beerdigung für immer in seine Netzhäute gebrannt, traf Konstantin der Stromschlag, den er schon Minuten zuvor erwartet hatte. Konstantin Ravenhain III. Riss die Augen auf und erwachte in Terras Kontrollraum. Er setzte sich langsam auf, rieb sich den Kopf und begann gedankenverloren ein Weihnachtslied zu summen. Fröhliche Weihnachten.